Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht eines absolut hässlichen Schiffes. Ja, von hinten werdet ihr es vielleicht gar nicht erkennen, zumindest nicht auf den ersten Blick, denn das Schiff ist noch relativ neu. Es handelt sich hier tatsächlich um einen der britischen Schlachtkreuzer, nämlich Stufe 10. Absolute Katastrophe, wie das Ding aussieht. Also meiner Meinung nach macht keine Freude zum Ansehen, macht wenig Freude zum Fahren. Ja, das ist Geschmackssache. Eingesendet wurde dieses Replay, oh, da müssen wir aber mal hier, hier einblenden, wunderbar. Von Tom S. 1995 in einem Stufe 10, ja, bis maximal Stufe 8 Gefecht. Ihr seht Bismarck, Yamagi, Asashio, Alabama, Bismarck und die Kids sind hier mit von der Partie. Bei Neuner. Und zwei Iowas. Eine Kearsarge und eine Jean Bart. Mit Problemchen. Die Turmanordnung, ne? Ihr seht schon, ein Grund, warum ich diese Linie bisher vermieden habe, ist das Aussehen, Panzerung und natürlich auch der Modus, wie sie Wargaming einführt, mit diesem unsäglichen Vorabzugang, den man sich frei kaufen kann oder dann später frei spielen. Es ist einfach, da vergeht mir tatsächlich die Lust drauf und ich fasse sie erst 3 Monate später an. Aber gut. Das ist eine spezielle Eigenart von mir. Ihr seht, hier haben wir schon einen Skill. Können wir hier drauf fahren? Ah ja, strammes Tempo wird direkt angezeigt. Aber praktisch, solange er zu ist, hat er plus 10% Speed. Wird wahrscheinlich Doppelkonsumment sein mit 12,8 Kilometer. Wir haben 11 Kilometer an Luftschlagreichweite, was sehr gut ist. Wir haben 10 Kilometer Torpedoreichweite von unseren Seitentorpedos hier, die links, rechts rauskommen vom Schiff, also quer zum Schiff abgefeuert werden und dann in kurioser Manier per Gyroskop tatsächlich dann ihr Ziel finden, also zumindest den finalen Kurs angehen. Müssen 2 sein pro Seite. Ja, ob man jetzt auf 10 Kilometer torpen kann oder nicht, dürfte wahrscheinlich nicht gefechtsentscheidend sein, aber wir haben's. Besser haben als brauchen, heißt es schon im Volksmund. Oder wie ich im Stream gesagt habe, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Kopf. Heißt leider ein bisschen anders, aber verwirrte Menschen werden das verstehen. Nun denn, wir haben hier einen sehr guten Heal. Oh, vielleicht können wir mal... Wird der Heal auch angezeigt hier? Hat der Wargaming was verbessert? Oh ja, schau mal, wir haben 22 Sekunden. 1580. Das ist auch notwendig, weil der Schlachtkreuzer der Briten ist beileibe nicht so gut gesegnet mit der Panzerungsanordnung und teilweise auch der Panzerungsdicke der Deutschen. Die Deutschen haben trotz Schlachtkreuzer und guter Geschwindigkeit, finde ich, eine relativ gut handelbare und eigentlich auch ausreichend starke Panzerung. Kommt immer darauf an, wie man sich erwischen lässt. Die Briten sind damit nicht gesegnet, dafür aber mit 30.000, bisschen mehr sogar, an Heal. Ja, ist praktisch, ist sehr praktisch, aber bei 79.000 wird man den zweimal einsetzen können, voll, wenn man Glück hat, denn wie ihr wisst, 100% heilen kann man nicht jeden Schaden. Das Brandschaden und Flutungsschaden kann man 100% heilen, jede Pen kann man nur 50% heilen. Egal ob Hai oder Ape. Dementsprechend, naja, seht schon. So. Oh, schöner Treffer auf einen der DDs in der Mitte. Das ist ein Smoke. Kann eigentlich nur eine Kit sein. Haben wir einen Spammer? Nein. Gut, theoretisch, ja, es muss eine Kit sein. Nein, es kann keine Kit sein. Was ist das? Fire! Was ist das mit Smoke hier? Bin ich jetzt rum? Gibt's noch was mit Smoke? Nee. Kit wurde in A gesehen. Ach, die Groningen ist eine friesländische Idiot. Und kein europäischer Standard-DD ohne Smoke ist eine Groningen. Ist auch 2x2, 120er hier. Ist, wie gesagt, eine Friesland. Ja, sagen wir so, ist eine Friesland. Hier habt ihr den Torpedoabwurf gesehen. Hab leider nicht gut aufgepasst. Aber ihr seht schon, das Schiff frisst Schaden ohne Ende, aber man kann auch mal 2 Brände brennen lassen, weil, naja, weil man das einfach wegheilen kann. Ist super angenehm.
Geht man lange, dann haben wir die 30.000 voll. Also wenn wir 35.000 sind, könnten wir den Deal ziehen. Die Reparatur wäre jetzt theoretisch gar nicht nötig gewesen. Die hätten wir ja, zum Teil noch mitgeheilt. Doppelbrand kann man aber eigentlich immer heilen. Und was ihr hier auch schön seht, ist, das Ding ist riesig. Es ist echt groß. Und was ihr sehen könnt, ist, dass die Groningen einen Fehler begangen hat. Wenn wir sie denn richtig treffen. Ja, geht so. Und da haben wir den nächsten Brand. Es ist nicht einfach. Es ist, wie als würde man Schuhverkäufer sein. Und mit Schuhen wie Nelsons und Vincent etc. Schiffe verkaufen. Also Schuhschiffe. Einfach schwierig. Oh, das könnte jetzt aber eine Salve sein, die extrem ist. Kanoa dürfte nur 25 mm frontal haben. Die Nase ist groß und wir fressen auch Schaden ohne Ende mit unserer Panzerung. Und da haben wir nur wenig getroffen, unter Anführungszeichen. Das sind aber 457 mm Geschütze. Das bedeutet Overmatch bis 30 mm. Bedeutet meist, also die meisten Kreuzer sind genau so gepanzert. Kommen wir damit in die Seite, bleibt die Granate in der Panzerung und macht schweren Schaden. Das ist schon gut. Ne? Muss man einfach mal sagen. Das ist schmerzhaft. Anwinkeln ist da eher weniger. Da muss man aufpassen, dass man wenig Silhouette zeigt und nicht getroffen wird. Dafür haben wir halt 30 Sekunden Nachladezeit. Das ist dann die andere. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Kommt natürlich hier runter mit Adrenalinrausch, wie ihr seht. Jetzt aktuell auf 22,5. Jetzt, wenn der Heal angemacht wird, können wir das raufticken sehen. Auch vielleicht mal interessant für euch. Jeder Heal gibt 0,1 oder ihr bisschen ihrer Tick des Heals gibt 0,1%, 0,1 Sekunden dazu. Jetzt sind wir schon wieder auf 24 Sekunden, deswegen ist es gar nicht unwichtig, hin und wieder einfach bei niedrigem Leben zu bleiben, um davon zu profitieren. Ihr seht, jetzt sind wir auf 24,5, 2,5 Sekunden höher als vorher. Aber wir haben nur ein 1,6er Sigma bei den Geschützen. Das ist das, was den Unterschied macht zwischen treff genau dahin, wo ich hingezielt habe, oder ich treffe dahin, wo ich hingezielt habe, in diesem Bereich, den die Streuungsellipse anzeigt. Je niedriger das Sigma, desto weniger Granaten werden in der Mitte dieser Streuungsellipse, also genau dort, wo euer Zielkreis, euer Fadenkreuz geaimt hat, hinkommen. Das ist hin und wieder ein bisschen frustrierend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber so ist es in World of Warships einmal. 221 mal 133 Meter, wobei nicht mal, ist ja nicht die Fläche eines Quadrats oder eines Quaders, sondern es ist eine Ellipse. Das bedeutet, die kurze Seite der Ellipse ist 133, die lange Seite der Ellipse, also innen immer, also E und F bei der Ellipse. Es ist schwierig mit der Nomenklatur, weil jeder lernt es ja ein bisschen anders. Aber ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ihr eine Ellipse habt und sie mit genau in der Mitte des Bogens genau viertelt. Das stimmt auch nicht. Ne? Wie ist genau die Definition? Wie ist genau die Definition? Weil es gibt bei einer Ellipse auch viele Normale auf die Ellipse. Nicht so viele wie im Kreis. Im Mittelpunkt der Ellipse, so, im 90-Grad-Winkel, die vier Seiten, also von innen aufzieht, dann ist die lange innere Seite 221 Meter und die kurze 133 innen. Man hat ja quasi zwei Kreisreihen auf vier Bögen. Ja, ist ja egal. Es spielt ja keine Rolle. Ihr wisst, was eine Ellipse ist und deswegen muss ich das jetzt nicht erklären. Das ist schon länger her bei mir. Algebra. Ja, Volksschule. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben 76 mm HE-Penetration aufgrund des Kalibers. Das dürfte eigentlich klar sein, ist ein Sechstel mit 63% Brandwahrscheinlichkeit. Das sind quasi hier so die Hardstats der Dinge, die hier Schaden machen. Und ihr seht schon, es ist ein schnelles Schiff. Wir sind mit dem Schiff mit 32,5 Knoten, dann noch 5% für die Flagge mit knapp 34 Knoten, dann so gebaut, dass wir nicht unbedingt nah ran wollen. Das gibt die Panzerung auch nicht her. Und die Stockreichweite von den 20,5 Kilometern, die wir hier haben, suggeriert das auch. Nein, wir flankieren
Wir drehen, wir repositionieren, wir gehen den Leuten richtig auf den Sack, kommen da wieder ran, wo uns niemand erwartet. So macht das übrigens auch die Carnot, denn das gegnerische Team ist, obwohl es zuerst stark zurückgewichen ist, jetzt wieder hier an C. Wobei das Team eher die Carnot ist dann in diesem Falle. Jetzt wird es interessant. Die Carnot ist ein recht schwerer Kreuzer. Nicht von der Panzerung, aber von der Bauart und vom Kaliber her, der guten Schaden macht auch mit AP gegen diesen Schlachtkreuzer. Die Schere hier zwischen den beiden ist natürlich weit geringer als jetzt zwischen einem richtigen Schlachtschiff. Deswegen könnte es durchaus spannend werden hier mit 50.000 gegen 50.000. Es wird mal Hai gewechselt. Die Hai übrigens hat, habe ich hier schon erwähnt, weil 60% Brandwahrscheinlichkeit, eigentlich jede Salve ein Brand, so wirklich, wenn alles trifft, die sind brutal. Und die AP, die jetzt verwendet wird für die Goliath, die hat normale Winkel. Aber wir haben eine andere Fuse-Time. Wir haben nicht die Standard-Fuse-Time der Schlachtschiffe 0,033, sondern 0,015. Bedeutet, es gibt weniger Overpens. Das ist gar nicht unwichtig. Das dürfte jetzt richtig wehtun hier. Oh ja. Da, wo andere vielleicht abgeprallt wären, mit 406 mm haben wir tatsächlich den Schaden gemacht, der notwendig war. Kreuzer, Overmatch in die Seite, Granate verirrt sich, prallt auf die darunterliegende schwere Panzerung, prallt ab, bleibt aber in dem Schiff und detoniert dann. Naja, interessant. Punktemäßig sieht so aus, als hätte sich das Team, wie das Gegnerteam, nicht unbedingt mit Lorbeeren geschmückt, wenn es um die Einnahme von Caps geht. Das ist ein bisschen ein trauriges Ergebnis nach, sind immerhin 12 Minuten fast, dass man hier, ich will nicht sagen jeweils ein Cap, dafür müsste man jetzt ein rotes und ein grünes zeitgleich haben, sondern abwechselnd oder einfach nur ein Cap haben. Aber so sind manche Spiele. Vor allem Stufe 10, da wird ein bisschen gegeizt, was Initiative betrifft. Meist wird nur stumpf nach vorne gefahren, dann ein Schlagabtausch mit den Hauptgeschützen, dann wird winselnd, das ist halt, er brennt schon sehr oft, ne? Winselnd der Schwanz eingezogen und dann kommt man später wieder zurück. Ist quasi das, was wir hier auch gesehen haben. Das ist für einen Schlachtkreuzer, ist das legitim. Er ist brutal. Das ist eine gute Salve hier, 14,3, trotz 1,6 Sigma. Ne? Aber wie schon gesagt, für einen Schlachtkreuzer ist das durchaus legitim. Wir sind ja nicht für Dauerbeschuss gedacht hier. Muss man auch erwähnen. Ne? Ich bin ja immer ein starker Verfechter davon, dass man Schiffe so spielt, wie man sie spielen sollte. In Absprache, also in stummer Absprache, ebenfalls wieder eine super Salve. In stummer Absprache für die Notwendigkeit des Teams, zum Wohle des Sieges. Das sind quasi die Prämissen, die ich mir hier immer selbst auferlege, sodass auch manchmal ein Schiff eine Aufgabe erfüllen muss, für die es eigentlich nicht gedacht wäre. Das ist jetzt richtig bitter gewesen. Ah, wenn die Salve schon raus gewesen wäre, hat sie mega Breitzeit erwischt. Jetzt erwischt sie nur noch minimal Breitzeit. 12.000 ist natürlich immer noch gut. Wobei gut, 12.000. Jede Salve 12.000 mit einem Singer von 1,6, aber mit einer Steuerungsellipse von 221 auf 20,5 Kilometer, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich vollkommen gut. Gut, Schlachtschiffstreuung ist noch mehr. Da haben wir Iowa-technisch 270, 280. Ne? Darf man nicht vergessen. Also die ist auch nicht so groß, die Streuungsellipse. Das ist praktikabel. Aber es hat dennoch nur ein Sigma von 1,6. Und 221 Meter, das ist quasi die Gesamtlänge eines gegnerischen Schiffes. Manche Schiffe sind auch noch ein bisschen länger natürlich. 240, 260 Meter. So in diese Richtung sollten wir ein paar der größten Schiffe im Spiel haben. Das bedeutet, alles ist drin. Bei den Kreuzern ist nicht immer alles drin, da geht auch was daneben. Das müssen wir uns immer gewahr sein. Wow, wow. Hört hier auf hier. Jetzt bin ich aber gespannt. Ne? Wie schon zu Beginn erwähnt, ist jetzt nicht unbedingt so. Aber wir haben nicht zwei pro Seite. Habe ich da am Anfang Blödsinn? Da ist doch ein zweiter noch. Oder? Nee, das ist nur so ein Pimpel. Das ist gar keine Unterteilung. Pfui. Ich bin gespannt, ob überhaupt ein Torpedo hier trifft. Es sind nur zwei 622, ja, Idiot. Der Damage ist natürlich brutal, weit über 20.000. Aber wie gesagt, wenn nichts trifft, dann trifft halt nichts.
Ja. Ich bin gespannt, wo der Schaden hängen bleibt. Keine Zitadelle tatsächlich, aber 16.000 mit 4 Granaten. Es ist schon befriedigend. Man muss schon sagen, es ist befriedigend. Er überlebt auch sehr lange. 2 Millionen Potential. Das ist ein Zeichen dafür. Wir müssen nachher schauen, wie viel er wirklich Schaden genommen hat. Aber meist, wenn man mit einem Schlachtkreuzer mit 2 Millionen Potential und dann noch diesen Schaden. Und tatsächlich, wir haben uns eher kaum bis gar nicht in Bereichen hinter der D-Linie aufgehalten. Das bedeutet meist ein sehr gutes Management, was die... Oh shit, da ist ein bisschen was hängen geblieben. Aber könnte... leider nicht reichen, ist zu viel ins Wasser gegangen davor. Könnte fast reichen. Wollte ich sagen, wie gesagt, hier muss gegen dieses Schiff muss man sehr gut anwinkeln mit der Seitenpanzerung hier und aufpassen, dass die Yamato hier nicht kommt. Aber die fährt sich selbst gerade hinter die Insel, das ist super praktisch. Und schon wieder ein Doppelbrand, ne? Das ist halt einfach zum Kotzen. Er brennt echt auf. Bin ich gespannt, wie viel Schaden er genommen hat. Aber was ich sagen wollte ist, immer noch keine Zitadelle, würde ich nicht sagen. Was ich sagen wollte ist tatsächlich, müssen wir am Ende schauen. Und eigentlich wollte ich sagen, ist meistens ein Zeichen dafür, mit dieser Potential Damage Anzahl, dem relativen Nahkampf hier, dass es ein sehr gutes Heal-Management gibt. Natürlich, vereinfacht durch den Super-Heal, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz sieht man oft Conqueror rausgehen, die auch einen Super-Heal haben, aber damit nicht umgehen können. Gib! Ja, endlich! Ah, das ist so befriedigend! Uff! Uff! Aber gut, wir sind leider auch raus. Die Yamato hat die Salve noch rausgekriegt, aber nichtsdestotrotz ein befriedigendes Ergebnis bei der letzten Salve mit 2 Zitadellen. Alter Schwede, darauf habe ich gewartet. 79 Meter pro, also 79 Meter Wendekreisreise sind 17 Sekunden Ruderstellzeit, machen aus diesem Riesenschiff nicht unbedingt eine Idee, was den Wendekreisreise betrifft. Sondern sind eher im Gegenteil dazu da, das Schiff noch ein bisschen träger zu machen. Aber alles in allem ein brutales Ding. Zumindest hier in diesem Gefecht von Tom S. Mein Ziel ist nicht. Aber schauen wir uns mal den Endscreen an. 279.000, 2 Kills, 13 Flugzeuge, 102 Zieltreffer, 15 Mal verteidigt, endlich 2 Zitadellen, nur 3 Brände gemacht, obwohl 100% Brandwahrscheinlichkeit. Ja gut, die AP muss halt zimmern mit 14.900, das ist klar. Wir haben Tom S. auf dem ersten Platz mit 3000 Basic Spears, Son Vincent. Und jetzt bin ich gespannt. Schaden genommen hat das Luder 214.000 bei 79.400 normalen Trefferpunkten des eigenen Schiffes. Und allein an Bränden 56.000. Das 9 Brände, das hat mich schon beim Zusehen zur Verzweiflung gebracht. Der Flugzeugträger hat ihn harassed. Wir haben 148.000 einfach durch Sprenggranaten und 75.000 durch AP. Die Panzerung ist halt gar nicht so geil. 2,6 Millionen Potential hat es dennoch gereicht, um hier dem Feind ein bisschen auf das eigene Schiff zu binden. Und wir sehen 238.000 durch AP-Granaten. Die SEC hat auch noch ein bisschen mitgeballert. Die Brände haben 13.000 gemacht und den 54 Granaten, bei denen 20 getroffen haben, von Hayo nur 25.000 Schaden gemacht haben. Und der Torpedo ging leider leer aus. Aber na gut, so ist es halt. Das ist übrigens der Kapitän. Dankeschön fürs Einsenden des Kapitäns. Ist immer interessant. Da sind schwere AP mit drauf. Gibt es, oh Gott, ich weiß nicht, gibt es plus 5% bei dem Ding dafür, bei den Schlachtschiffen, ich glaube schon, bei den DD 7,5, oder sind es bei den Schlachtschiffen noch weniger? Mal reinschauen. Und das sind die Einbauten. Gut, da gibt es tatsächlich nicht so viel Neues. Da gibt es tatsächlich nicht. Aber ist das der Kapitän? War da nicht der Skill drauf, dass wenn man unsichtbar ist, dass man, er fehlt doch hier. Oder ist das ein Special? Ist das ein Talent? Plus 10%, das sieht aber nicht nach dem Kapitän. Ja, ist ja egal. Es ist ein Kapitän hier von der Son Vincent. Ich danke fürs Zusehen, danke fürs Einschicken und wir, was machen wir? Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.